Wir schauen uns heute wieder Shorts an. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dafür mehr Shorts. Und Abfahrt. Let's go. Wenn ich bei Bro übernachte, ein Video von Kran. Ich bin gespannt. Das kann nur gut sein. Ja, dritte Decke, vierte Decke, fünfte Decke, sechste. Achtmal Ratzen. Morok, halt einfach. Und der Bro, der auf dem Boden schlafen muss mit einem... Ist das ein Bügeleisenbrett auf ihn drauf? Aber es sieht gemütlich aus. Wenigstens hat das so eine Art Decke, ne? Meine Fresse. Stark. Was ist das? Und was schauen wir hier gerade? Kann mir irgendwer erklären, wieso er mit seinem Gefängnisoutfit hinter der Polizistin da ist? Warum sind das Geschwister oder warum macht er so ihr? Aber cool. Kann mir irgendwer erklären? Ich check den Trend halt gerade gar nicht. Was macht man bei dem Trend? Ist das einfach nur gut aussehen? Ich check's nicht. Hä? Ash, sag mal Nos Now. Nos Now. Nos Now. Nos Now. Wer hält länger im Auto? Ne, warte, wer länger im Auto aushält, gewinnt 1000 Euro? Ja, das habe ich auch mal gemacht. Nee, warte mal. Zu diesem neuen bei mir hat man das Auto bekommen, nevermind. Jimmy, please open the door. Oh, Mr. Beast, what's best bathroom gaming setup? Dude, come on, it's been an hour. What are you doing? Why are you filming? What is this? Get out of here. Close the door. Bye. Jimmy, please. Was? Hey, what the hell? Use the bathroom. Aber der PC sah überkrank aus, oder? Guck dich mal diesen PC-Monster an. Der sieht schon crazy aus, ne? Und der ist einfach bei Mr. Beast auf dem Klo, der PC. Ja, moin. Obviously joke, ich weiß. Boah, wenn jetzt nicht alles explodiert, dann weiß ich auch nicht. Krass. Boah, dass er überlebt hat, das ist heftig. Luca, Mann, du bist doch verrückt, Alter. So kann man einfach seine Steckdose aufladen. Er hat recht, crazy. I'm a banana, can you peel back my skin? And it, oh, puta madre. Wait, it's another banana. He's my brother. Don't you feel sorry for me? Please don't you murder me. We are both platanitos. Both of us grow on trees. I'm a banana. Das ist nur ein Haarschnitt. Weswegen drehen alle deswegen so durch? Es geht nicht nur um den Haarschnitt, sondern du siehst aus wie... Was? Wie war's ich denn aus? Was kriege ich denn wieder für Shorts? Ich möchte irgendwie super unterhaltsame Shorts. Ich möchte dann nur diese eine Sache und ich kriege die ganze Zeit was anderes. Ich bin verwirrt. Warum ist bei mir so fucked? Ich muss nicht meinen Account mal wechseln oder... Hä? Hey Papa, ich habe einen neuen Tanz kennengelernt. Willst du den sehen? Klar, meine Prinzessin. Zeig her. Was ist der Herr? Ha? Ganz toll. Hey Dad, es gibt einen neuen Tanz auf TikTok. Oh nein. I'm a savage. Hey Papa, ich hab einen neuen... Ja, die heutigen Zeiten sind etwas anders als damals. Ich meine, keiner von euch ist ne, in diesem Alter ungefähr, oder? Ihr seid ja alle ein bisschen jünger, oder? Ihr kennt das von damals gar nicht, ne? Ihr kennt das alles gar nicht. Der Net testet unsere Falltür aus. Sieht man, dass ich zitter? Oh, ich bin so aufgeregt. Leute, kann ich mir wirklich nicht wehtun? Was soll ich jetzt machen? Nee, wir warten jetzt noch, oder? Aber sie hat's überlebt. Sie hat's überlebt, Leute. Also so eine Falte zu haben, ist aber schon cool, ne? Das Kacke. Wenn ich jetzt sage, ich bin schwach. Sehr auch in Hogwarts Legacy abgetaucht, als es rauskam, so ein bisschen. Und ja, das ist auf jeden Fall schon auch eine Leidenschaft von mir. Kandidat Nummer 3. Gnu! Ja, als Sohn eines ITlers bin ich da relativ früh schon reingerutscht in die Schiene. Hatte relativ früh schon Zugang zu Computer und Spielekonsolen. Ja. Und bin deswegen so ein bisschen auch damit aufgewachsen. Früher auch tatsächlich mit meinem Vater zusammengespielt. Und ja, ich spiel eigentlich fast alles von Shootern zu Survival zu Horror zu auch mal, keine Ahnung, eine Runde FIFA oder sowas oder mit Freunden dann nach Arbeit, nach Uni eine Runde Mario Kart auf der Switch. Das geht immer alles sehr gut klar, finde ich. Sehr auch in Hogwarts Legacy. Guck mal, Sofro, versteh mich nicht falsch, aber dieses,
Diese Short gerade hier hat gar keinen wirklichen Inhalt, okay? Das hat uns gar nicht irgendwie geholfen, bin ich ehrlich, das war goofy. Mach so. Ich habe, Leo, bei einer Kofferauktion mit verlorenen Koffern von Flughäfen 25 ja. Koffer ersteigert, habe dafür 15.000 Euro. 15.000 nur für 25 Koffer? Ich habe viel mehr damals gezahlt. Und diese 25 Koffer werde ich, sobald die da sind, im großen Stile im IRL-Stream öffnen und schauen, was wir uns erbeutet haben. Mach so. Aber cool, cool. Freue mich darauf. Kommt geil. Okay, Shirley unreefed jetzt. Jetzt wird's weird. Kunst aus Holz. Wie schwer kann's schon sein? Genau, dabei. Das Ding ist, manchmal verstehe ich auch nicht, was die Einheimischen so von mir wollen. Grüezi! In Germany we say, in der Ruhe liegt die Kraft. I didn't know German. I will play in to scat on the wood. Yeah. Was ist scat on the wood? Wenn Sie nicht. This looks like a dick. This is scare wood, eh? Simple, ne? You have to bang. Or the power you... Thank you. Das wird schwer. Der erste Versuch meiner Schildkröte. Exactly. I'm gonna be your machine. You can be my machine. Yeah, yeah. Europäer beim Woodcrafting bedeutet halt, er macht die ganze Arbeit eigentlich. Ich hab gemalt. Wie findest du, mache ich das bis jetzt? Extrem gut, Chili. But they might also... In Germany we say Holzfäller, oder? Er hat gesagt, wir haben keine Zeit mehr und müssen wann anders wiederkommen. Das braucht noch vier Stunden. Okay. Stechen zu, Kapperleier. Bis aufs Blut, Kapperleier. So, das war's. Was ist das? Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt den Müll runter. Oh, das bin ja ich. Alles klar. Drei. Als ich noch Haare hatte. Okay. Drei. Warum hilft sie? Er sieht ja aus wie ich. Haushalt und du gibst ja dauernd Buchstaben und Zahlen. Für jede erledigte Aufgabe im Haushalt bekommt sie eine Ziffer und einen Buchstaben vom neuen WLAN-Passwort. Oh mein Gott, ist das cringe. Oh mein Gott. Du schaust One Piece zum ersten Mal mit deiner Freundin. Für eine super Kraft. Also der ist halt aus Gummi. Und deswegen ist der super elastisch. Und was kann der da? Der kann mit drei Schwertern gleichzeitig kämpfen. Wenn euer Outfit über 500 Euro wert ist, dann bekommt ihr ein Geschenk. Weil die Schuhe sind von Jordan 200, glaube ich, oder so. Die Hose ist von H&M, 17 Euro. Die Jacke ist von New Yorker. Die hat 20, glaube ich, gekostet. Die ist von Valentino. Die hat 70, glaube ich, gekostet. Das ist auch von New Yorker, 10 Euro. Meine Schuhe sind von Nike, 100 Euro. Jeans H&M, 30 Euro. Oberteil New Yorker, 10 Euro. Und Jacke Bershka, 35 Euro. Okay. Aber vom Preis her, die Sachen gehen vor. Ich sag's, wie es ist. Meine Schuhe. 15 Euro Amazon. Socken. Gymshark, keine Ahnung. Ich glaube 20 Euro. Hose. LFDY. Ich glaube, keine Ahnung, die kosten eine kurze Hose von LFDY. 40? 50? 60? Weiß nicht. Und Oberteil Represent, glaube ich, irgendwie. Und, keine Ahnung, glaube 100. Und Cap, 30. Ich komme auch nicht über den Betrag. Dann sind wir, glaube ich, schon über 500. Ihr könnt probieren. Ah, die probieren das. Wie findet ihr ihn? Sehr gut. Sehr gut. Wo können wir den kaufen? Bei Kaufland. Das ist, nein, das ist gar nicht scripted. Wo können wir den kaufen? Und folgt ihr uns schon? Nein, noch nicht. Schade, sonst hättet ihr einen Wochenvorrat bekommen. Wenn euer Outfit... Ah. Guess the gift and you... Oh, okay, was ist da drin? A motorcycle. Das sind, lass mich raten, das sind Handys. I can open it. Of course. It's actually... Ah. 100 iPhones. What? Sorry, Jake. How did you not know? Jake, I'll give you another shot. Guess this gift and you win it. Think about it though. This still seems like a trick. Final guess? Is this like TV. A TV made of iPhone? Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen. Oh. What would make you think this is iPhone? Clearly TV. One final chance. Look at this. There's two choices. Das waren wieder iPhones Autos, in the ne? Shape of a car or a car. I need your final answer. What is the gift? Car made out of iPhones. Open it up. Nee, das war echt ein Auto. Wer hat so viele iPhones? No. How many iPhones do you think we have? It's not a $35,000 car, but here's an iPhone. Thank you. Aber starkes Short eigentlich, ne, wenn man es überlegt. Aber hör zu. Echt kacke. Da vorne ist Sebastian Puffkopf. So hart ist Norex ins Fernsehen. Ich meine, jetzt verbrennen. Ist er hier? Was? Digga, der hat ja schon mit dir geredet eben gerade. Nein. Willst du mal hingehen und sagen, hey, du musst auch meine Clips? Das müssen wir machen. Nein, Digga, machen wir nicht. Doch, das müssen wir machen. Geh hin, der ist da vorne. Sag ich, hey, du bist der Typ, nein, der nein, nein, jetzt verbrennt. Doch, ich, 100, Digga, das ist der Content, wir brauchen. Er drückt immer auf seinen Knopf und dann kommst du. Gib jetzt her. Er muss ich, nee, wir müssen uns die Nähe stellen, er muss mich alleine erkennen. Sonst Digga, er kennt dich nicht. Dachte, Digga, du warst da 11. Kennst du ihn? Das ist der Typ, der die Typ nach jetzt verbrennt. Nee. Doch, den kennst du doch. Ist nicht dein fucking Ernst. Guck mal, der ist nicht dein fucking Ernst. Der ist jetzt schon 17 geworden. Toll, hallo.
Woche kommt das rein. Ich werde immer angeschrieben. Du musst es jetzt live nachmachen. Sag's noch einmal. Nein. Sag's noch einmal. Das sind Millionen von Fans. Sag's noch einmal und ich möchte, dass du hier wegrennst. Oh, ich hab pausiert. Das ist der Typ. Sag's noch einmal. Das sind wir im Chat. Meine Chicken Nuggets zu brennen. Wir! Das sind wir! Aber ja, aber beim ersten Mal hat das mit mehr Elan gemacht, aber schon cool. Wir sind Geschwister. Ihr solltet uns auf Instagram, wer würde eher Fragen stellen und die beantworten wir jetzt. Wer würde eher 3 Wochen nicht duschen? Ich dusche 2x täglich. Ich. Du. Ich. Wer würde eher mit Fremden bumsen? Verstehe ich nicht. Mit Fremden bumsen, das ist eine blöde Frage. Ist Mayonnaise. Wer würde eher zuerst schwanger werden? Ein Kind durchs Fenster treten? Am Rucksack rauf? Hey, man kann sich gar nicht... Ich finde persönlich, dass die beiden gefühlt nicht... Also, die sind schon Schwestern, aber irgendwie sind die so komplett verschieden. Wisst ihr, wie ich meine? Shirley sieht komplett die verrückt und siehst du die Wer normale. Würde eher ein Kind auslachen, wenn es hinfällt? Ja, du. Boah, ich setze mich extra an die Stellen, wo ganz viele hinfallen. Sag mal, was hast du für eine Kindheit gehabt? Die Mama oder der Papa haben mir die Autotür auf den Kopf gehauen. Was hattest du für eine Kindheit? Wer würde als erstes heiraten? Boah, wer würde eher schwanger fremdgehen? Wer steht denn so krass auf Schwangere? Es geht ums Fremdgehen? Fremdgehen und du bist raus. Das war's von dieser Geschwisterkombination. Wir sind. War aber cool. Ich komme nach Hause zu meiner Freundin. Schatz, bist du da? Hä? Wo ist sie denn? Und sie hat doch schon am Feierabend. Und wo sind ihre Sachen? Hä? Ist sie ausgezogen? Das funktioniert nicht mehr. Oh mein Gott, nein, nein, bitte nicht, fuck. Vielleicht kann ich noch retten. Oh, hä? Die PS5 funktioniert doch. Oh mein Gott, hat sie mir den Schreck angejagt. Ich hab schon gedacht, du funktionierst nicht mehr. Aber ich frag mich trotzdem, wo sie hin ist. Ach ja. Hi, Schatz. Oh Mann. Oh, ganz schön frisch geworden. Dieser eine Freund, der gefühlt einen Weltrekord bricht, wenn er normal spazieren geht. Gestern auf einmal Sommer und jetzt wieder ja. Winter. Vor allem der Wind ist echt kalt geworden. Ja, kann sich auf keine Temperatur... Oder welchen Weltrekord willst du brechen? Du läufst zu schnell. Entspann dich, weil ich habe nur Muskelkater vom Gym gestern. Ja, was hast du trainiert? Beine oder was? Beine. Geil, gell? Wo bist du schon wieder? Hä? Wo bist du schon? Entspann dich, Mami. Ja. Kannst du ein bisschen langsamer laufen? Ja. Hallo, wollt ihr noch was jetzt? Habt ihr so einen Freund, der wirklich immer zu schnell ist? Ich nicht. Ich nicht. Ich habe nämlich keine Freunde. Ist abgelegt. Wieder was mit ihrer Schwester? Ich habe Schuhgröße 39. Du kannst keine 39 haben. Die sind kleiner. Oder doch nicht? Doch, ein bisschen. Du bist doch ein 38. 38,5 vielleicht. Ich habe Schuhgröße 39. Man trägt doch nicht die Schuhgröße beim Schuh. Wie groß bist du? Jennifer. 1. Okay. 1,50. Ich habe Schuhgröße... Ein Tag mit Reefed. Antonia steht normalerweise zwischen 8 und 10 Uhr morgens auf. Der erste Schritt ist, sich direkt einen Kaffee zu machen. Anschließend geht sie jeden Morgen 15 Minuten spazieren und wird beinahe von einem Auto überfahren. Ich wollte gerade fast überfahren. Das ist jeden Tag, by the way. Das gehört einfach zu ihrer Routine. Danach hat sie in der Regel viele Meetings mit ihrem Management oder bespricht Ideen für neuen Content, den sie erstellen könnte. Montag und Dienstag sind ihre Off-Days. An den übrigen Tagen... War alles, jetzt ist sie komplett off. ...der Woche beginnt sie in der Regel ihre Streams gegen 12 bis 15 Uhr, die normalerweise 6 bis 8 Stunden dauern. Ausnahme ist der Freitag, an dem sie ab 21 Uhr auf Amazon Music für 1,5 Stunden streamt und sich zusammen mit ihren Viewern neu gedroppte Songs anhört. Immer wieder probierst du was zu kochen, doch bei deiner Art zu kochen fang ich Zeit an zu kotzen. Am Abend treibt sie etwa alle 2 Tage Sport und geht dann gegen 0 Uhr schlafen. Wie kann man so einen gesunden Schlafrhythmus haben? Ich bin gerade bei 3,5 Stunden. Ein Tag. Also ich gehe jeden Abend vor 0 Uhr schlafen. Ich stehe jeden Tag gegen 8 Uhr auf. Ich mache fast jeden Tag Sport. Mein Schlafrhythmus ist, also ich track den ja mit dem Ring. Ich habe im Schnitt immer so 90% guten Schlaf. Manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger. Meine Tagesaktivität ist bei 95% im Schnitt bis 99%. Mann, Dicker. Spaß. Kurz flexen. Oi, go. Oi, more passion. More passion. More passion. More energy. Bist du eigentlich komplett bescheuert? Warum? Hast du mal auf die Uhr geschaut? Ja, deswegen habe ich schon Frühstück vorbereitet. Um die Uhrzeit. Das ist bei mir ein Mitternachtssnack. Oh, schau mal raus, die Sonne scheint. Du kleiner Hund, was soll ich jetzt machen, wenn die Sonne scheint? Photosynthese oder was? Oder sei mal ein bisschen dankbar, dass du gesund aufgewacht bist. Alper, du bist mir gerade zu positiv. Noch so ein Ding und ich leg dich um und es geht dann als Notwehr durch. Ach komm schon, steh auf.
Wenn dir deine Gesundheit wichtig ist, hältst du jetzt lieber die Schnauze und machst das Licht aus. Das ist Tageslicht. Ist mir scheißegal! Mach es aus! Oi. Okay. Seid ihr Frühaufsteher oder nicht, Leute? Das würde ich gerne wissen, weil ich bin eigentlich irgendwie beides. Alright, Leute, das war's jetzt vom Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dafür, mehr Schatz und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Und ja, heute waren die Bichsen ein bisschen kacke. Wow.